Ja, hallo, wir sind's. Da sind wir wieder und heute haben wir Gewürz im Gepäck. Genauer, meine Gewürzorgel. Noch genauer, ein Viertel davon. Denn ich habe mir im Laufe meiner beruflichen Karriere, die ja von Lebensmitteln dominiert ist, eine Gewürz- und Kräuterorgel angelegt. Und die möchte ich euch heute in Auszügen zeigen, weil wir heute endlich die angekündigte Gewürzmischung herstellen werden. Und wie ihr sehen könnt, habe ich alte Druckersetzkästen. Das sind Schubladen, in denen Druckereien früher ihre kleinen Metallbuchstaben sortiert hatten. Und die habe ich mir im Laufe der Jahre zusammengeklaubt bei eBay auf dem Flohmarkt. Einer hatte Haken auf dem Dachboden, ne? Ja. Und habe die bestückt mit kleinen Apothekerflaschen, mit Korkstopfen und gefüllt mit allen, ja, Aromen, kann man sagen, wobei ich das Wort Aroma eigentlich nicht so sehr mag, weil das eingedeutscht so künstlich geworden ist. Aber es sind halt Pflanzenbestandteile wie Blüten, Rinden, dann haben wir Gewürze als Saaten, also Gewürzkapseln, wir haben Harze mit dabei, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Ja. Und Wurzelteile von Petersilienwurzel, Arnika-Wurzel, da ist so ziemlich alles mit dabei. Und der Vorteil einer solchen Orgel ist, dass man, auch wenn das jetzt erstmal nach kleiner Menge aussieht, aber wenn man wie ich Gewürzmischungen sich ausdenkt oder Gerichte komponiert, Oh. dann ist das total hilfreich, wenn man eben ja, in Kleinstmengen ausprobiert und es dann hochrechnet auf Großmengen. Und außerdem ist es natürlich auch unglaublich toll, Sachen da zu haben, um mal eine verrückte Idee auszuprobieren, wie passt zum Beispiel Ingwerwurzel zum Mohn. Sowas. Das kann man dann mal eben aus der Hüfte schütteln. Oder welche Musik passt zur Tafelspitz? Ja, oder welche Musik passt zur Tafelspitz? Das kann man mit der Orgel auch rausfinden, Hagen, da bin ich ganz sicher. So, und diese ja, Vielfalt an Geschmack sozusagen und Duft, die habe ich heute mal so zusammengestellt in einem Kasten, dass wir also das Gröbste sozusagen haben in diesem Kasten, was wir für unsere Gewürzmischung brauchen. Und im letzten Video haben wir euch gezeigt, hier kleine Rückblende, dass wir auf dem Acker waren und uns frische Blüten besorgt haben, die mir noch fehlten. Meine Kornblumenblüten hatten nämlich komplett vom Vorjahr die Farbe verloren. Das ist leider bei diesem blauen Pigment so, dass das nicht lichtbeständig ist. Und selbst in Braunglasflaschen würde das irgendwann den Geist aufgeben. Und ja, und jetzt hier also nochmal eben, wie ich die Blüten gezupft, getrocknet habe. Mädelsüß ist hier auch dabei. Dann die gute Kamille. Hier noch aus 2019 der Restbestand. Das war mal ein ganz großes Glas voll für Tee. Nun ist noch so wenig. Ja, und nachher gibt es bei uns eine Tarte. Aber vorher müssen wir ran. Weißt du, Ja, Onkel? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Was ich euch als Tipp mit auf den Weg geben möchte, ist, dass ihr euch, wenn ihr Gewürze zusammen mischt und neue Kreationen erfindet, vielleicht vorher einen großen Bogen Papier nehmt und einmal alles aufschreibt, was ihr verwenden wollt und dann mit einem Stift abstreicht, was ihr schon reingegeben habt. Ich schwöre euch, man kommt ansonsten ab irgendeinem Punkt durcheinander, vor allem wenn es mehr als 20 Zutaten sind. Dann, also da war bei mir immer so der totale Overkill erreicht, wo ich dann nicht mehr wusste, was schon dran ist und was nicht. Und dann bin ich durcheinander gekommen mit Flaschen, die rechts stehen und Flaschen, die links stehen. Und mein persönlicher Trick war immer, das so aufzubauen und ja, dann vielleicht noch festzulegen, wovon ich wie viel verwende. Das schreibe ich mir dann davor, also ob ich ein Teil oder zwei Teile verwende. Und so baue ich meine Mischungen auf. Und die genaue Mengenangabe ist hier immer ein Teil. Also ihr könnt, wie ich jetzt hier, immer einen halben Teelöffel pro Zutat nehmen. Das kriege ich hin, weil ich weiß, dass meine Prisen ein halber Teelöffel sind. Das ist der Erfahrungswert nach, ach, ich weiß nicht, 17 Jahren. Aber wenn ihr eben der Meinung seid, ihr wollt von einem bestimmten Gewürz, was euch besonders am Herzen liegt, ein bisschen mehr nehmen, dann fühlt euch da bitte insgesamt völlig frei. Die Description Box wird wie immer gefüllt sein mit den Zutaten und ich zeige jetzt hier einmal, wie ich nacheinander meinen Zettel abarbeite, wenn ihr so wollt. Und der Sternanis zum Beispiel, der ist jetzt schon grob vorgeschrotet gewesen, das waren also keine ganzen Sterne. Die Marquisblüte ist auch grob zerkleinert
Rosenblätter, das ist, ach, das ist eine Apothekerrosensorte, die ist so toll. Die riecht selbst als getrocknetes Blütenblatt noch so unverschämt gut. Prise Pfeffer kommt rein. Ich mahle die frisch, genauso wie ich immer alle Gewürze gerne frisch mahle, lieber als dass ich mir eine Gewürzmischung fertig kaufe. Wenn ihr da mal in Gewürzfachhandel oder in Delikatessenladen geht oder selbst in großen Supermärkten, werdet ihr feststellen, dass die Einzelzutaten bis auf wenige Ausnahmen eigentlich echt gut zu kriegen sind. Vom Mädelsüß übrigens nehme ich jetzt in dem Fall einen Esslöffel, also ungefähr 5 Teile, weil ich den Geschmack einfach so liebe. Diese leichte Mandelnote, die so, ja, ich weiß nicht, also es ist, ach, die ist so besonders. Ihr werdet das schon rausfinden, wenn ihr euch anstecken lasst von meiner Gewürzliebe. Ja, was ich sagen wollte ist, was es im Supermarkt und im Bioladen oder im Gewürz- und Delikatessenfachhandel nicht gibt, das kriegt ihr im Zweifel in der Apotheke. Und so verfahren wir auch. Also wenn wir wissen, dass wir von einer Zutat wie zum Beispiel Eisenkraut brauche ich extrem viel, das wächst bei uns einfach im Garten nicht, da habe ich nicht so viel Glück. Und das kaufe ich mir dann eben in der Apotheke im Ganzen und dann kann ich das prima für Tees und solche Geschichten verwenden. Wenn ich meine Mischung jetzt hier grob vorgestoßen habe, das könnt ihr natürlich auch in einem Porzellan- oder Steinmörser machen oder einem Holzmörser, dann gebe ich die in meine Handmühle rein, also in meinen gusseisernen Mörser, um die halt weiter zu zerkleinern. Ich würde euch übrigens empfehlen, wenn ihr Thermomix-Fans seid, Gewürzmischungen, auch wenn der Thermomix die ganz toll pulverisiert, nicht im Thermomix zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die dann ihr Aroma, ich weiß nicht, warum, vielleicht weil sie einfach doch zu doll durch das Gerät geschossen werden, nicht so gut halten können. Auch wenn der Thermomix für alles andere wirklich eine absolute Granate ist. Aber hier ist einfach, ich weiß nicht, also bei Gewürzmischungen lieber von Hand. Und ja, Salz habe ich mit reingegeben. Das zieht die Restfeuchtigkeit aus den Gewürzen raus und wird auch bei mir in der Küche sowieso als Prise immer an alles dran gegeben, was ich im süßen Bereich mache. Also Kuchenböden, süße Desserts grundsätzlich. Selbst in Pralinen tue ich eine ganz kleine Prise Salz rein. Und wir sprechen wirklich von kleinen Prisen, ne? Hier stampfe ich mir das Ganze jetzt nochmal zusammen, dass ich halt größere Salzkristalle übrig behalte. Und dann ist es auch schon fertig. Dann muss ich mir jetzt nur nochmal eben schnell ein frisches Glas organisieren. Und hier nochmal einen Auszug meiner Orgel. Und einmal rühren wir es noch kurz glatt. Vanille ist übrigens noch so ein Tipp, gebe ich immer frisch an alles, was ich verwende. Also wenn ihr Vanillepulver da habt, könntet ihr das da auch mit reintun. Vanillemark würde ich da jetzt nicht unbedingt mit einmischen. Wenn ihr es probieren wollt, dann würde ich das Vanillemark erst mit ein bisschen Salz zusammen ja, zerdrücken sozusagen und die Gewürzmischung dann anrühren, sodass das Vanillemark, was ja immer eine rechte Restfeuchte hat, am Salz haften bleibt. Und ja, ansonsten verklumpt das nämlich relativ schnell. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr Vanille an die Mischung gleich mit dran machen wollt, dann verwendet auf jeden Fall gemahlenes Vanillepulver. Ja, viel mehr hatte ich euch heute auch eigentlich schon nicht mehr zu erzählen. Da kommt jetzt noch ein Deckel drauf. Zack, zack, zack. Nochmal eine Aufnahme. Nochmal eine Nahaufnahme. Naja, machen wir von der Seite, da sieht man es besser. Noch ein Tipp fällt mir gerade ein, wenn ihr eine besonders feine ja, Körnung haben möchtet und wenig Salz, dann könnt ihr nach dieser Herstellungsmethode das Ganze direkt beim Portionieren nochmal durch ein ganz kleines Sieb geben. Ich nehme dann auch unser Puderzuckersieb, also das kleinste, was wir im Haus haben, und stäubt mir das dann direkt ins Mehl oder in die Soße oder in die Milch oder in die Sahne oder wo auch immer. Dann ist es leichter zu dosieren und ihr behaltet eben, weil wir das Salz ja nicht komplett mit kleingemörsert haben, behaltet ihr ein bisschen grobes Salz zurück im Sieb und habt dann eben ein bisschen mehr von eurer eigentlichen Gewürzmischung im System. Genau genommen ist das eine Gewürzmischung auf Salzbasis, das sei noch gesagt. Und weitere Klugschüsse im nächsten Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ja. Ja. Und das war es auch schon. Und einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.